sind eine Demo, die sich selbst ermächtigt für diese Stadt. Wir werden heute die Stadt in Besitz nehmen und mit der A100, das hat schon geklappt. Jetzt kommen wir zum Wasser. Hallo. Ihr erinnert euch vielleicht, vor 3 Jahren haben wir gemeinsam demonstriert, und zwar unter dem Motto, wem gehört die Stadt? Heute sagen wir, wem gehört Berlin? Das ist natürlich im Grunde dasselbe. Und wir haben auf dieser Demo vor 3 Jahren ganz, ganz viele Unterschriften gesammelt für das Wasservolksbegehren. Ihr erinnert euch. Und haben dann 280.000 Unterschriften zusammen gehabt. Und das war sozusagen die zweite Stufe des Wasservolksbegehrens. Deshalb, das sollte uns heute auch Mut machen, weil ja auch heute hier weitergesammelt wird. Und als wir diese vielen Unterschriften zusammen hatten, da sagte der regierende Bürgermeister von Berlin, ihr wisst, er heißt Wobereit, ja, so ein Vertrag würde man heute nicht nochmal machen. Die Renditeklauseln seien tödlich, aber leider, leider könne man am bestehenden Vertrag ja nichts ändern. Kommt euch das nicht bekannt vor? Das ist dasselbe, was sie heute sagen bei den Mieten. Und das ist dasselbe, was der gleichen Leute heute sagen zum Energiestadtwerk. Wir nutzen also diese heutige Demo, um unsere vervielfältigen Verflechtungen zusammenzubringen. Denn nur gemeinsam können wir was erreichen. Und beim Wasser haben wir es ja schließlich geschafft. 666.000 Stimmen, das waren am Ende 51% aller Sitze im Parlament von Berlin gewesen, wenn wir als Wasserpartei angetreten werden. 51%, das ist die Mehrheit. Und das würden wir auch hinkriegen bei Wohnen und Mieten, wenn wir zusammenstehen, wenn wir überhaupt abstimmen dürfen darüber, was hier in Berlin passiert. Und das wird uns ja gerade vorenthalten. Die Volksentscheide bringen sozusagen uns die Möglichkeit zu sagen, was wir tatsächlich wollen. Was wir damit noch nicht erreichen, ist, dass am Ende nach einem erfolgreichen Volksentscheid die Politiker auch machen, was wir beschlossen haben. Und da sind wir jetzt dran. Noch immer ist es so, dass das Wasser in den Händen von Veolia ist. Und wir wollen Veolia raus aus unserem Wasser haben. Wasser, keine Profite in unserem Wasser, denn das hängt natürlich auch mit den Mieten zusammen. Die Betriebskosten sind die zweite Miete. Und wenn für Strom und für Wasser und für BSR und so weiter zu hohe Rendite verlangt wird, dann müsst ihr das alle mitbezahlen. Das heißt, Rendite raus aus Wohnen, Rendite raus aus der Daseinsvorsorge, das ist unser Thema. Und wir werden weitermachen. Und ich mache deshalb aufmerksam auf eine Unterschriftenliste, die hier auch läuft. Abgeordnete sagt Nein zu einem Sparhaushalt. Abgeordnete, wehrt euch gegen die Schuldenbremse. Denn diese Deckelung der Schuldenbremse ist es, was sozusagen im Kopf auffällt, worum es hier tatsächlich geht. Es geht darum, dass die Bürgerinnen und Bürger die Parlamente wählen. Nicht die Schuldenbremse hat das Parlament gewählt. Wir müssen weg von der Schuldenbremse. Die Daseinsvorsorge ist zu sichern. Wohnen, Wasser, Energie gehört in Volkes Hand, dafür kämpfen wir und ich bitte euch weiter um Unterstützung. So, jetzt haben wir schon Kotti und Co. empfangen, jetzt haben wir die A100 abgeschafft, jetzt ist das Wasser in unserer Hand und ganz nebenbei, als ich sagte, vor der Kirche ist die Sonne angegangen, habt ihr vielleicht bemerkt, meine Oma hat immer gesagt, der liebe Gott ist Kommunist, jawohl, auch der ist bei uns.